Vielen Dank an die Firma GoPro, die mir die hier vorgestellte Kamera und das Zubehör kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Saki und dieses Mal gibt es mal ein kleines Unboxing von mir, denn ich habe eine neue Actioncam, die ich zukünftig für meine kleinen Abenteuer draußen verwenden möchte. Und entschieden habe ich mich für die GoPro Hero 4 Session. Warum eine neue Actioncam? Dafür gibt es zwei Gründe. Grundsätzlich war ich mit meiner bisherigen Actioncam sehr zufrieden, allerdings haben mich zwei Sachen immer gestört. Erstens, stetige Zuschauer von mir wissen, dass ich über die Jahre immer versucht habe, meine Videoqualität zu verbessern und zu verbessern. Und dazu hat zum Beispiel gezählt, dass ich irgendwann auf Full HD umgestiegen bin oder dass ich irgendwann auch angefangen habe, mit einer höheren Bildwiederholfrequenz aufzunehmen. Und das war mit meiner vorigen Kamera nicht so möglich, wie ich es jetzt gerne hätte. Und die Hero 4 Session, die bietet mir 1080p mit 60 FPS aufzunehmen. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall schon. Und der zweite Grund, das ist der Ton. Meine bisherige Actioncam hat hervorragende Bilder gemacht. Aber was mir immer gefehlt hat, war ein guter Ton. Und ich finde, dass ein guter Ton für so ein Video auch wichtig ist. Bei meiner bisherigen Actioncam war der Ton immer sehr dumpf, hat mir so wenig gefallen, dass ich ihn dann immer gar nicht benutzt habe. Und entweder musste ich dann bei der Videobearbeitung drüber sprechen, also ganz komplett neu die Tonspur erstellen, oder ich habe halt die Tonspur ausgeblendet und habe Musik unter die Szenen gesetzt. Und das ist natürlich nicht so schön, wenn man einen Originalton hat. Und auch hier kann mir die Session eine ganze Menge mehr bieten. Sie hat nämlich einen ganz tollen Ton. Das weiß ich von verschiedenen Berichten und weil ich schon bei einem Bekannten diese Kamera in die Hand nehmen konnte und sie ein bisschen ausprobieren konnte. Und da war ich direkt vom Ton begeistert. Auf diese zwei Sachen freue ich mich am meisten. Neben diesen zwei Hauptgründen gibt es natürlich noch eine ganze Menge anderer Gründe, warum ich mich gerade für diese Actioncam interessiert habe. Die werde ich euch dann gleich ganz genau erklären. Jetzt will ich sie aber erstmal auspacken. Ja, im Lieferumfang befinden sich die GoPro Hero 4 Session, dann der Standardrahmen, wo die Kamera so oder andersherum reingesetzt wird. Dann hier ein flacher Rahmen, wo die Kamera so längs eingesetzt werden kann. Dann eine gebogene Klebehalterung und eine gerade Klebehalterung. Eine Befestigungsschnalle mit Kugelgelenk. Zwei normale Befestigungshalterungen, einmal hoch, einmal etwas tiefer. Die Tiefe hier mit einem extra Dämpfer. Damit war die Kamera auch an der Verpackung befestigt und natürlich zwei Schrauben, um die Kamera hier auch anschrauben zu können. Dann haben wir noch ein Micro-USB zu USB-Kabel und natürlich ein bisschen Papier, Bedienungsanleitung, Sicherheitsinformationen, Quick-Start-Anleitung und zwei Aufkleber. Wie gesagt, hatte ich die Kamera im Vorfeld schon mal bei einem Bekannten in der Hand, konnte sie ein bisschen ausprobieren und habe mich natürlich auch intensiv mit ihr beschäftigt. Und daher kann ich euch jetzt auch schon mal ein paar Dinge zu ihr erklären. Die Abmaße betragen 4x4x4 cm, also ein recht kleiner Kubus. Wenn man ganz genau nachmisst, ist sie noch ein bisschen kleiner, dann sind es 3,8x3,8x3,8 cm. Und damit ist sie deutlich kleiner als andere Actioncams, die ich bisher gesehen habe, und auch kleiner als alle anderen GoPro-Modelle. Zusätzlich ist sie auch etwa 40% leichter als die anderen GoPros und das wird sich sicherlich ganz deutlich bemerkbar machen, wenn ich sie dann auch mal an meinem Helm montiere. Was mir ebenfalls sehr gut gefällt, ist, dass die Kamera sehr robust aufgebaut ist. Sie ist auch hier rundherum so leicht gummiert und dass sie komplett wasserdicht ist und das bis in eine Tiefe von 10 Metern. Und zwar in diesem Zustand hier, ohne extra Unterwassergehäuse oder ähnliches. Das sollte für meine Belange locker ausreichen. Hier vorne
Eine Vollglaslinse, mit der ich auch unter Wasser nutzbare Aufnahmen machen kann, ohne dass die Kamera zuvor in ein extra Gehäuse gepackt werden muss, wie gesagt. Und hier seitlich, unter dieser Klappe, findet sich der Einschub für eine Micro-SD-Karte. Unterstützt werden Karten bis zu 64 GB. Und wo ich sie jetzt schon mal offen habe, da werde ich dann auch gleich meine Karte einlegen. Die kommt hier so hinein. So, ich habe hier jetzt eine 32 GB Karte und das nicht ohne Grund. Für den einen oder anderen sicherlich ein Manko ist, dass die Kamera einen fest verbauten Lithium-Ionen-Akku hat. Das heißt, ist der erschöpft, ist erstmal Schluss mit der Videoarbeit. Die Kamera hat eine Laufzeit angegeben von maximalen 2 Stunden. Sowas kommt meistens nicht so ganz hin. Ich rechne mal so mit einer Stunde 30, einer Stunde 45. Und wenn ich das dann auch hochrechne, wenn ich die ganze Zeit aufnehmen will mit 1080p und 60 FPS, dann komme ich mit einer 32 GB Karte sehr gut zurecht. Deswegen habe ich mich für eine 32 GB Karte entschieden. Aber auch diese 2 Stunden oder eine Stunde 30 Aufnahmezeit, die sollte mir ganz locker ausreichen, denn eine Actioncam ist bei mir schon seit eh und je immer nur eine Zusatzkamera zu meiner Hauptkamera, mit der ich halt die Hauptvideoarbeit mache. Und erst wenn ich ganz speziell die Actioncam brauche, weil ich durch ein Gewässer schwimme, weil ich irgendwo hochklettere, wo ich die Hände frei brauche, weil ich zum Beispiel in einer Höhle durch einen ganz engen Bereich krieche, dann hole ich die Actioncam raus und nehme die entsprechende Szene, die entsprechenden Szenen dann mit der Actioncam auf. Und dementsprechend habe ich lange darüber nachgedacht und mir dann aber gedacht, nein, das reicht mir vollkommen aus. Außerdem hat man ja auch immer noch die Möglichkeit, ein Akkupack mitzuführen und die Kamera dann auch bei längeren Touren unterwegs aufzuladen. Aufgeladen wird sie hier über diesen Micro-USB-Anschluss. Das finde ich gut, kein Mini-USB mehr, man geht hier also auch mit der Zeit. Dann hat die Session ein Dual-Mikrofonsystem, das heißt, sie hat zwei Mikrofone eingebaut. Einmal hier vorne und einmal hier hinten. Der Ton wird grundsätzlich über beide Mikrofone aufgenommen, aber es gibt auch eine integrierte, intelligente Mikrofonsteuerung. Und wenn die Geräuschkulisse auf einer Seite zu extrem wird, zum Beispiel von vorne, weil ich das Ganze irgendwo an einem Auto befestigt habe und starke Windgeräusche habe oder an einem Fahrrad oder ähnlichem während der Fahrt, dann wird das entsprechende Mikrofon deaktiviert und so bekommt man dann automatisch immer die beste Audioqualität. Die Kamera wird über nur zwei Taster gesteuert. Der Hauptschalter hier oben schaltet die Kamera ein und die Aufnahme wird dann aktiviert und der Schalter hier hinten auf der Rückseite, der dient der Bedienung der Menüs, wobei man die einzelnen Menüfunktionen dann mit dem Hauptschalter hier oben bestätigt. Ja, so viel erstmal ganz allgemein zur Kamera. Wenn du an weiteren Details, an der Bedienung der Kamera, an der Aufnahmequalität interessiert bist, dann wirst du hier in Kürze auf meinem Kanal noch weitere Videobeiträge dazu finden. Denn ich lege jetzt richtig los und teste sie ordentlich, baue sie schon in meine Videos ein. Bis dahin sage ich, macht's gut. Vielen Dank an die Firma GoPro, die mir die hier vorgestellte Kamera und das Zubehör kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Schau auch auf meinem Hauptkanal vorbei. Da kannst du mich auf meinen Outdoor-Erlebnissen begleiten, findest zahlreiche Videos zu den Themenbereichen Survival, Bushcraft und Trekking sowie zu zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten.